Sound am Nachmittag mit Miriam Schittek und Chris Derer. Und live im Studio die Ärzte. Aus Berlin. Aus Berlin. Haha, herzlich willkommen. Wir sind da. Hi. Früher konnte ich euch ja nicht ausstehen, weil irgendwie jeder in der Klasse auf die Ärzte stand und Schwarz anhatte. Aber seit Highfield 2001, finde ich, sind sie die lustigste, sympathischste deutsche Band, die auch noch gute Musik macht. Das sagst du doch allen. Nee. Auch Bruce Springsteen. Hab ich noch nie gesagt. Dankeschön. Wir sagen auf jeden Fall herzlich willkommen, Rottweiler Farin. Schön, dass ihr bei uns seid. Schön, ja. Ich wollte noch ganz kurz sagen, das ist nicht der lustigste Highfield-Auftritt von uns gewesen. Nein? Nee, der lustigste war 2007. Ja, der war sehr lustig. Der war sehr lustig, wo wir das einzige Mal in der Geschichte der Band ein Flugzeug gemietet haben, um rechtzeitig beim Highfield anzukommen. Nein. Und leider aber in diesen falschen Privatflieger gestiegen sind, nämlich dem von Jamiroquai. Das ist Quatsch. Und wir haben uns noch gewundert, dass der Pilot immer Englisch mit uns sprach, mit deutschem Akzent. Gab es da besseres Essen und Getränke? Es gab nur Wodka. Es gab fast nur Wodka und fast kein Wasser. Und Fleischbrötchen. Und dann sind wir in Düsseldorf gelandet. Und da haben wir dann gemerkt, Moment, wir wollten doch nach Erfurt. Sind Sie nicht Jamiroquai? Genau. Ja. Auch, was wir denn rein sahen. Das Konzert war auf jeden Fall dann sehr lustig, weil wir, das war eigentlich so das Hauptansagenthema, richtig? Lustig war auch, es war ein österreichischer Pilot und der sagte dann, und ich habe mich schon gewundert, warum der Jamiroquai so gut Deutsch kann. Sehr schön. Sag mal, ihr habt 43 Songs geschrieben, 16 haben sie dann aufs Album geschafft. Wie entscheidet man sowas? Also sitzt man da mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und sagt, ach, das können wir mal nehmen, das nicht. Wie funktioniert das? Bestechungsgelder fließen. Ja. Hohe Summen, also das bei mir so im Hintergrund. Wir sind ja mittlerweile schon recht wohlhabend, also ich sag mal für 10.000 Euro, da votet keiner für den Song. Ja. Da muss dann schon mal so ein vernünftiges Auto aus einer englischen Wagenschmiede, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ja, die bauen aber auch Flugzeugtriebwerke, sowas sollte dann schon mal vor der Tür rumlungern. Ja. So, und auch heißt das neue klappernde Album, seit letzten Freitag ist es draußen, die neue Single heißt Zeitverschwendung, gibt es schon ein bisschen länger und wir haben die erste Hörerfrage, Miriam, oder? Ja. Genau, kommt von Christian aus Hasefeld, er sagt, auf der Single Zeitverschwendung sind ja 3 Songs drauf, die nicht auf dem Album sind. Das ist ja schon Tradition bei euch. Wie wird das dann auf den kommenden Single-Auskopplungen sein? Da werden auch Stücke drauf sein, die nicht auf der Single Zeitverschwendung drauf sind. Und auch Stücke, die nicht auf dem Album sind? Richtig. Das, ja, also eins zumindest wird immer wahrscheinlich auf dem Album sein, aber das andere oder die anderen, das wissen wir jetzt noch nicht, werden nicht auf dem Album sein. Wie unterscheiden sich denn die Songs, die auf die Singles kommen? Die einen sind blau, die anderen sind rot. Nein, aber sind die auf der... Ja, ich bin Synästhetiker, ich meine das ernst. Und blau ist irgendwie experimenteller, crazier, na, blau langweiliger. Halt. Rot ist wärmer, da muss man sich dann erstmal reinhören wahrscheinlich. Mir gefällt ja ganz gut auf eurem neuen Album Bettmagnet, so klingt das Ding. Wer holt uns hier raus? Wer hört unser Schreien? Denn aus eigener Kraft können wir uns nicht befreien, oh. Wenn ihr so einen faulen Betttag habt, wann hattet ihr zuletzt euren faulen Betttag? Gibt es sowas in dem auf Leben Tour, der Ärzte? Auf Tour, die ganze, also jetzt ab der nächsten Tour werden wir sogar die Betten mit auf die Bühne stellen. Ja. Also ich muss zugeben, meinen letzten faulen Betttag hatte ich, da muss ich gewesen sein, einen Monat alt oder sowas. Okay. Und danach dann nicht mehr so. Ach so. Rott, du hast mal 5 Songs ja auch beigesteuert. Ein Telefon klingelt. Ich möchte rangehen. Nee, guck mal, wer es ist. Nein, okay. Aber bei dem Handy-Klingelton wundert mich jetzt nicht, dass er Tamagotchi geschrieben hat. Das ist, genau. Das ist ein bisschen auch von retro. Dir. Können wir das mal kurz anspielen? Ja, klar. Dazu haben wir eine Frage, und zwar kommt die von Janine aus Gifhorn. Sie sagt, Rott, hast du alte Kartons gefunden und ausgemistet, sodass du ein Tamagotchi von dir gefunden hast, oder wie kam es zu dem Song? Farin? Da kam man gar nicht drauf. Jetzt können wir es ja verraten. Das habe ich mir ausgedacht. Hast du noch eins? Nee. Ich habe noch eins. Nö, ich wollte ein Wort, was so out ist wie nur irgend möglich. Also so out, dass es eben nicht schon wieder in ist, sondern so out, dass es immer noch out ist und für alle Zeiten out sein wird. Also sollte er jetzt den Verkauf von Tamagotchis ankurbeln, bitte Tantiemen an Farin und die Ärzte abtreten. Ja. So, wir haben gleich unseren Blick ins Internet mit ClipX und da habt ihr eine Ausstellung im Netz, wenn man so will, nämlich alle 32 Videos zu 16 Songs auf dem Album. So, und wie viel Zeit verbringt ihr eigentlich im Internet oder an Smartphone? Und was macht ihr damit? Internet ist für mich sehr praktisch, um E-Mails zu verschicken und sie auch zu lesen von anderen Leuten, die sie mir schicken.
Und das war natürlich Häuser kaufen und so, Häuser, Flugzeuge und so. Den ganzen Aber Tränker. Ihr habt was für YouTube gemacht. Also damit sind wir bei ClipX, unsere Geschichten aus dem Internet. Zu jedem Song auf eurem Album, 16 Stück sind es, gibt es zwei Videos. Einmal ein Trickfilm-Video und ein normales, wie gesagt dazu, ihr Performance-Video, also wo man euch spielen sieht. Richtig. Ist das eine neue Herangehensweise? Also wird da in Zukunft mehr von euch kommen? Zuallererst mal ist die Reaktion auf das tote Musikfernsehen, dass jetzt nicht nur wir, sondern demnächst auch noch andere Bands, ich glaube so ein Rapper aus Detroit hat damit angefangen, jedes Lied auf seinen Alben zu visualisieren. Und wir haben dann gedacht, machen wir halt einfach doppelt so viel, 32, nur weil wir uns nicht entscheiden konnten. It's 16 more. Zwischen zwei Konzepten. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Zukunft. Welche Videos haben denn mehr Spaß gemacht zu drehen? Waren das die Performance-Videos oder waren die es Animationsvideos, auf jeden Fall. Ja. Und zwar aus folgendem Grund: Die Performance-Videos haben wir in einer unfassbar kalten Fabrikhalle gedreht. Also wirklich unvorstellbar kalt. Wir sehen auch alle aus wie die Michelin-Männchen, weil ich hatte Thermounterwäsche an und das hat noch nicht erreicht. Und wirklich, du lachst, das war wirklich die Hölle. Und da waren wir 3 Tage lang, dass wir da nicht schwer krank geworden sind, das ist echt ein Wunder. Die Animationsvideos, das war jeweils für jeden von uns ein Tag, wo wir fotografiert wurden in einem sauberen, hellen, warmen Studio mit viel zu essen und netten Menschen drumherum. Wo man wirklich alles draus machen kann. Dann sag uns mal, warum in jedem dieser Trickvideos Rod stirbt. Was? Wie Rod stirbt? Der stirbt! Moment! Muss ich mal gucken. Angucken. Ernsthaft jetzt? Na klar. Ja, aber hier steht er doch. Bist du echt? Der Tod ist doch immer ein Anfang auch. Ne? Das ist doch eigentlich die Botschaft. Redet ihr bei diesen Inhalten mit oder ist da ein Künstler, den ihr beauftragt, der das dann macht? Nein, wir reden bei den Inhalten normalerweise total mit, aber in diesem Fall hatten die Künstler so bizarre Ideen. Also auch die Idee, dass Rod in dem Video stirbt, stammt von ihnen. Ja. Und wir wollten sie einfach mal machen lassen. Und als wir dann hinterher, also wir wurden dann richtig beschert worden. Es wurde uns vorher ungefähr erzählt, was zu sehen ist, weil wir mussten ja diese Fotos machen. Also von wegen, dann kamen so Regieanweisungen wie, jetzt fliegt eine große Kröte an dir vorbei und beschießt dich. Du musst dich ducken. Ich so, okay, was wird denn das für ein Video? Aber als wir das dann am Ende gesehen haben, wir waren echt weggeblasen und Rod ist gleich gestorben vor lauter Freude. Alle Videos kann man sich angucken, www.jumpradio.de. Dann haben wir den Link für ClipX gepostet. Genau. Ja. Und bevor ihr geht, eine Hörerfrage noch. Und zwar Anne. Sie schreibt, ich bin 21 Jahre alt. Hallo, und Anne. Fan eurer Band, seit ich denken kann. Nein. Ihr macht ja mittlerweile seit 30 Jahren als Die Ärzte eure Musik. Meine Frage ist, wie schafft ihr es nach all den Jahren immer noch so abzurocken? Viele andere Bands geben ja schon nach kurzer Zeit auf. Was gibt euch die Kraft, immer weiterzumachen und eure Fans immer wieder aufs Neue so zu begeistern? Viele Grüße, Anne. Menschen wie Anne geben uns die Kraft dafür. Ja, ich spiele ja schon länger in der Band, als ich denken kann. Ja? Und werde auch noch in der Band spielen, wenn das mit dem Denken schon wieder vorbei ist. Wie du kannst denken. Das war Aufnahmebedingung, dass du nicht denkst. Gut, Anne, also wir haben die Kraft der zwei Herzen. Ja? Und das jeder von uns, da wir 3 Leute sind, jetzt meine Frage an dich, Anne. Wie viele Herzen sind denn insgesamt in der Band? Was hättet ihr denn gemacht, wenn es mit den Ärzten nicht so geklappt hätte? Also Plan B, jobtechnisch. Der Radiomoderator. Also ich habe tatsächlich überlegt, mal Rockmusiker zu werden. Und ich werde wahrscheinlich, also soll es mit den Ärzten mal irgendwann nicht mehr so gut laufen, dann sattle ich um in Rockmusiker, lerne Instrument und... Ich will Clubleiter werden. Gut, dann klappen wir jetzt alle hier zusammen. Und vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. War uns ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Solltet ihr die ein oder andere Gehirnzelle von mir hier unten irgendwie auf dem Boden noch finden, wir tragen sie hinterher. Schickt sie mir bitte nach Berlin. Danke. So, und jetzt die Chance. Farin steht auf und jetzt sieht man immer kurz durchs Bild laufen. MDR Jump am Nachmittag mit Miriam Schittek und Chris Dierer.